willkommen bei Sarah Malt und dem zweiten Unboxing zu Osworn. Ich bin Sarah, das da drüben ist Basti. Hi. Wir fangen jetzt gerade mit nicht so ganz spannenden Sachen an, und zwar die Secret Box. Das ist die Box, die, wenn ihr das gebackt habt, habt ihr die dazu bekommen. Die dürft ihr gleich aufmachen, wenn das Spiel bekommt. You may open this box. Genau. Also es ist so, hier ist es noch nicht so spoilerig. Ich mache euch ja während des Videos auch Timestamps rein, dass ihr dann genau wisst, wann ihr halt abschalten könnt, und später verletzt uns dann der Basti auch, wenn wir die Monster unboxen, weil ich will die nämlich vorher anmalen. Basti will nicht spoilern, und dann machen wir jetzt sozusagen alleine weiter. Aber erstmal zu der Secret Box. Ich bin sehr gespannt. Bist du auch gespannt? Ja. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh yeah. Okay, das ist nichts, was spielrelevant ist. Das haben sie auch mal gesagt irgendwann. Das ist was, was man auf den Tisch stellen kann. Ja, das ist einfach ein pre-painteter Warbear. Uiuiuiui. Kann man sich schön irgendwie in die Vitrine stellen. Na, warte mal, hast du deinen Karton? Da. Also größer als die normale Figur, definitiv. Er scheint auch schon scharf, aber es ist natürlich ein weißer Bär. Das heißt, er ist dann überblendet. Ja, ich sag mal so ganz nett. Also... zum Hinstellen ist es okay. Ja, man kann das nicht wirklich auf dem... Naja, vielleicht, wenn man es ein bisschen weiter weghält. Also er ist nicht schlecht bemalt, er ist jetzt aber auch nicht fantastisch bemalt. Das ist vielleicht mal was ich Sarah mal auf den Schreibtisch stelle, damit sie den nochmal richtig geil bemalt, wenn sie mal irgendwann ein bisschen Lust hat und Zeit. Du kannst ihn auch repainten. Ist ja nicht so, als ob du nicht auch ein Maler bist. Aber ich meine, das ist eine coole Sache auf jeden Fall, die sie einem dazu geschenkt haben. Ja. Ich bin jetzt nicht traurig, dass der da jetzt drin war. Und sie haben ja auch gesagt, dass das nicht spielrelevant ist. Ist ja auch nur fair für die Leute, die jetzt irgendwie nicht im Kickstarter waren und hinterher gebackt haben, die da nicht nochmal Geld bezahlen wollen. So, jetzt werde ich wahrscheinlich das Zimmer gleich verlassen und Sarah macht dann alleine weiter. Wird euch dann weiter durch das Video führen, denn, wie Sarah schon gesagt hat, ich möchte die ganzen Monster nicht sehen, ich möchte mich überraschen lassen. Aber Sarah, die bemalen möchte, wird sich dann weiter drum kümmern. Tja. Obwohl das Mystery Chest 1 ist, sehe ich jetzt nicht Kapitel 1. Ich würde sagen, dann lasse ich dich damit allein. Du unboxst die ganzen Monster. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich sehe schon was sehr Breites, was sehr Großes, ein paar kleinere. Bin sehr gespannt, was dann alles erscheinen wird, was mich dann im Spiel zerfleischen, zerfetzen, zerbrechen und gegen Wände prügeln wird. Ja, ich sage mal, viel Spaß euch dabei, viel Spaß dir dabei. Tschüss. Sag mir dann Bescheid, wenn du fertig bist. Das ist ein bisschen wie ein Adventskalender aufmachen. Okay, womit fangen wir mal an? Ich fange einfach mal an mit der 6. Die 6 sieht sexy aus. So, muss nur gucken, dass ich die nachher auch alle wieder weggepackt bekomme. Schauen wir mal, was sich in der 6 verbirgt. Okay, das sind so Venom. Style-mäßige Figuren, würde ich jetzt mal sagen. Die hatte ich auch schon gesehen. Das heißt so ein Dreier-Badge. Und man hat so ein bisschen so diesen Cthulhu-Vibe. Ich muss mal gucken, ob ich euch ein bisschen dunkler stellen kann, damit ihr heute noch irgendwas seht. Ja, habt da halt so einen Mob mit drei von denen. Die werden natürlich eine weit wecke Attacke wahrscheinlich haben. Und ja, so ein bisschen Range-Kämpfer. Sind ganz nett, sind aber auch nicht die coolsten von dem, was ich hier gesehen habe. Ich guck mal, ob ich euch ein bisschen näher ranschalten kann. Genau, dann kann ich euch zumindest bei den kleinen Monstern ein bisschen mehr was zeigen. Ich glaube, so geht es ein bisschen besser, ne? Ja, dann habt ihr halt drei Stück davon. Das verbirgt sich in der Box Nummer 6. So, packen wir das wieder ein. Muss es diesmal auch wieder direkt einpacken, weil ich will, dass es so in die Box packt und was sie da nicht sehen. Dann machen wir mit der kleinen Box weiter. Wenn ich jetzt eh schon dran gesummt habe, dann machen wir erstmal die kleinen. Dann schauen wir mal, was sich in der 10 verbirgt. Mhm. Okay, also das ist ein Jäger definitiv. Ein Jagdcharakter mit einem Bogen. Ein bisschen doof, dass das alles zugeklebt ist. Das muss ich hier natürlich alleine mal rumfriemeln. So, das heißt, der wird auch den ein oder anderen Mob haben. Und ist der zerbrochen oder nicht? Der hat keinen so richtigen Stecken. Ich glaube, das muss so sein. Also der hat hier hinten lustigerweise so ein Schwert reingeklemmt. Und im ersten Moment dachte ich, es ist abgebrochen. Aber scheinbar ist es Sinn und Zweck, dass man den abnehmen kann. Das heißt, ich werde das dann auch so lassen. Und er hat ein paar Mobs dabei. Das heißt, er hat... Das ist
so ein Falke und dann halt zwei so kleinere Fleischhunde. Also das mit dem Schwert entschließt mich schon mal. Das ist ja auf jeden Fall eine lustige Idee. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas sein, was man während der Kampagne abnehmen kann. Deswegen nicht verkleben. Und das ist so eine Art Satyr. Also er hat halt hier unten ein paar Hufe und oben hat er auch Hörnchen. Also ein Satyr-Charakter in Box 10. So. Dann machen wir mal weiter mit einer nächsten. Wir machen erstmal die Reihe, sonst komme ich hier durcheinander. Was ich euch schon gezeigt habe, was nicht. Ist ja nicht so, als ob wir nicht noch eine zweite Box haben. Das ist doch schon mal ein großer. In der 16. Oh ja. Sieht ein bisschen aus wie der Hulk. Oder das sieht ein bisschen was aus wie früher die Chaos Monster war Battle. Also er ist sehr groß und sehr wütend anscheinend. Mal gucken, ob ich euch noch ein bisschen weiter runterjustieren kann. So ist glaube ich ganz gut, ne? So könnt ihr da noch was sehen. Ja, cooles Ding, richtig schwer. Ist irgendwie Moss drauf und irgendein anderer Bewuchs. Ich muss dann nochmal gucken, ob ich irgendwie Bilder danach passend finde, weil die sollen natürlich auch ein bisschen passend bemalt sein. Also nicht, dass ich den jetzt irgendwie mit Moss bemale und nachher ist das irgendwie eine Korelle oder so. So. Dann geht's weiter mit der 9. Auch ein großer Charakter. Oh ja. Sieht ein bisschen aus wie eine Taraske. Wer die kennt von D&D. Der ist jetzt wieder zugeklebt, der davor war nicht zugeklebt. Alter. Okay. Der ist jetzt mal richtig schwer, richtig großer Klopper. Der means business. Sieht aus wie Untot. Hier hinten hat man so die einzelnen Knochen modelliert. Sieht auch irgendwie aus wie so ein Schwamm oder wie so eine Koralle. Ich denke mal, das Deepwood ist ja auch so ein bisschen korrumpierend. Dann passt das schon ganz gut. Na, kommen Sie bitte wieder zu. So. Dann haben wir hier so einen kleinen Umschlag. Ich zeige euch das mal. Der oben in der Ecke mit dem Pfeil. Es gibt nämlich ein paar mehr davon, aber damit ihr wisst, welchen ich meine. Ich denke mal, das wird Zubehör sein. Oder nicht? Nee. Oder nicht? Ach, das ist passend. Das kann ich sogar draußen lassen. Das sind die Ratten. Das sind die Mobs von der Broodmother, die wir als erstes bekämpfen im ersten Chapter. Das ist das einzige Monster, was halt offiziell bekannt ist. Und dann dürfen die gleich draußen bleiben, weil die darf sich Basti tatsächlich dann auch angucken. Die kennt er schon und die werde ich hier auch als erstes bemalen. Ja, so ein paar von den Monstern haben halt auch diese Mobs dabei. Und dann hast du halt relativ normal große Figuren, das sind schon riesige Ratten. Aber ja, dass man so ein paar davon dabei hat und die schmeißt dann mit den Rattenbabys um sich. Und eine ganze Schachtel voll. Und man sieht schon, wie groß dieses Spiel ist, dass das nur so eine kleine Schachtel ist. Mit irgendwie 12 Figuren oder so. So, was ist das? Heißt, das ist die. Die packe ich mal nach hier hinten. Damit sich Basti die auch angucken kann. So. Dann machen wir weiter mit der 12. Wenn das so mit dem Steam weitergeht, sind das auch Mobs. Oh ja, das ist eine ganze Erde. Sieht ein bisschen aus wie die Chaoskrieger von 40k. Oder die Figuren von Hate. Also man hat sehr fette Wikinger-Style-Chaos-Conan-like-Figuren. Und ja, da wird man sich ja wahrscheinlich mit irgendeinem Clan anlegen oder so wird das sein. Sehr cool. Ich bin ja immer ein Fan von den größeren Figuren. Also von einem großen Tiermonster. Aber natürlich auch cool, wenn da ein bisschen Abwechslung drin ist. Das war die Nummer 12. Dann schauen wir uns die Nummer 4 an. Noch mehr Mobs, okay. Oh, der ist sehr schön dynamisch, auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier mein Brettchen nach unten geschmissen. Oh, komm her.
Ja, ein paar schöne dynamische Figuren auf jeden Fall dabei. Hier so ein Speerträger. Und auch sieht alles sehr chaosmäßig aus. Also ein bisschen so wie die Box davor. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören oder nicht. Oder ob das wahrscheinlich eine Fraktion ist in verschiedenen Kapiteln, könnte ich mir vorstellen. Als ob er so ein Hexenmeister dabei hätte. Das ist die 4. So. Na, gehst du zurück? Dann machen wir mal dies wieder auf. Ist wieder ein Sondersymbol. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder zu irgendeinem Monster dazugehören. Wie bei den Ratten. Och, so süß. Wir haben so Käferlarven. Dieses Stück. Die sind auch alle gleich, im Gegensatz zu den anderen Mobs, die ja ein bisschen unterschiedlich waren. Also wie die Ratten sind die alle gleich. Schöne, dicke Maden mit Flügeln. Sehr cool. Also wie gesagt, mir gefällt ja immer alles, was mit Viechern ist, sehr gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann noch so einen Megabug hier bekommen. Dann, oh Gott, hier sind jetzt verschiedene Kisten untereinander gestapelt. Merkt euch mal, das X war unten. Zukunft Sarah, das X war unten. So. Dann machen wir vielleicht die gleich mal auf, damit ich die wieder reinschmeißen kann. Okay, das sind die anderen Bugs. Also wir haben hier Spinnen, die ziemlich widerlich aussehen. Auch ziemlich schwer sind. Ich bin ja nicht so ein Spinnenfreund. Ich kann da mit allen Viechern eigentlich was anfangen. Alles, was so kreucht und fleckt, finde ich eigentlich super, mit Ausnahme von Spinnen. Aber als Figur habe ich da jetzt nicht so das Problem. Sehen auch schön haarig aus. Nicht so ganz die traditionellen Spinnen, die man so kennt. Schon noch was Eigenes, ein bisschen wie so ein Krebs auch. Und davon haben wir 2 Trays A6 Spideys. Die sind in dem X drin. So. Dann nehmen wir mal die 15, die kleinste Box. Okay, ein einsamer Assassine, wie es aussieht. Es geht so ein bisschen in Assassin's Creed-Style, auch wie er da steht auf seinem Steinchen. Also da müssen wir wahrscheinlich irgendwo mit einem Schurken-Assassinen kämpfen. Das ist aber auch, wie gesagt, die kleinste Figur. Und das sagt schon eine Menge aus bei den ganzen Boxen. So, Nummer 17. Oh, Nummer 17 ist auch wieder ein korrumpierter Boss, so wie es aussieht. Könnte auch immer alles so ein bisschen aus dem Cthulhu-Mythos sein, aber ich finde halt, wie gesagt, es sieht am meisten wie 40k und Chaos aus. Die ganzen Dudes, die hier drin sind. Will auf jeden Fall eine große Patschehand, um High Five zu machen. So, und dann machen wir mal die größte Box auf. In dem Karton, das ist nämlich Nummer 3. Und dann haben wir erst einen Karton von den ganzen geschafft. Das ist ganz schön erschreckend. Boom. 3. Also wenn da kein großer drin ist, weiß ich auch nicht. Es könnte jetzt... Ah, okay. Ich dachte, das ist die Bootmutter, aber nein. Das ist die Figur, die war schon halb gespoilert. Weil die stand nämlich auf der Messe in Essen einfach mal dick in der Vitrine. Ein richtig cooles Modell. Freue ich mich auch sehr drauf. Das ist so ein Wurm. Und man kennt das so von so Gartenskulpturen, dass man so verschiedene Elemente hat, die dann so rausragen. Richtig cool Idee, auch richtig groß, wenn man meinen Arm hier sieht. Ich bin jetzt auch nicht die kleinste Person. Richtig cool. Also das war eins der Figuren, auf die ich mich auch definitiv am meisten gefreut habe. Ich weiß ja auch nicht, wann welche Figur kommt tatsächlich. Das scheint hier nicht nummeriert zu sein. Also nicht Chapter 1, ist Box 1 und so weiter und so fort. Zumindest glaube ich das nicht. Aber das war in der 3.
So. Ich halte nochmal die Kiste kurz rein und dann können wir die nämlich zumachen. Das war nämlich Kiste Nummer 1. Meine Fresse. Das war schon nicht wenig. Dann schauen wir mal, was Nummer 2 ist, gell? So. Danach hat man sich auch einen Bruch gehoben. Mystery Chest 2. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das gleiche Artwork genommen haben. Aber gut. Man kann ja nicht alles verlangen. So. Dumm wäre, wenn jetzt hier die gleichen Kisten drin wären. So, ich zoome euch einmal noch mal kurz raus. Keine Sorge, ich zoome euch gleich wieder rein. Damit ihr einmal das Box-Overlay sieht, wegen zurückpacken. Okay, es sind deutlich andere Boxen und das ist die deutlich größere Kiste. Also größere Monster sind hier drin. Dann gucken wir mal in die 1, ne, ob da die Ratte drin ist. Schwer, auf jeden Fall. So, schwupp. Kamerakind Sarah heute an der Kamera. Ja, das ist die Brutmasse. Okay, dann passt es vielleicht doch von der Chapter-Nummerierung her. Das ist der erste Mob, gegen den ihr kämpfen dürft. Und das ist mal die super süße kleine Brutmasse, die dann mit den kleinen Ratten, die ihr eben schon gesehen habt, um sich wirft. Richtig cooles Modell, richtig schwer. Das ist das erste Monster, um das ich mich kümmern werde, weil wie gesagt, erstes Chapter. Geht es gleich darum, oder ich weiß nicht, ob es im ersten Chapter ist, aber es ist der erste Bosskampf auf jeden Fall. Und die sind richtig schwer, das sind richtig massive Figuren. Sehr schöne Details. Mega. So, das heißt, die kann ich gleich zur Seite stellen. Dann machen wir mal gleich weiter mit der 2, ne? Weil wenn ich mich recht entsinne, wenn ich das nummeriert, müsste das der Satyr sein, genau. Das ist die Figur, auf die ich mich am zweitmeisten gefreut habe. Huch, kommt noch eine einzelne Standarte rausgeflutscht. Ja, habt ihr so einen riesigen Satyr, der hier noch so einen Banner normalerweise oben drauf hat. Man kriegt dann den nicht zurück in eine Box, ne? Da muss ich gucken, wie ich den baue oder bemale, weil der soll ja schon in die Box kommen. So, würden Sie einmal kurz das fokussieren, dass man es ein bisschen sieht, ein bisschen wenigstens. Okay, ich halte es ein bisschen weg, dann sieht das, glaube ich, ein bisschen besser. Also richtig, richtig cooles, krasses Ding. Mit seiner Standarte noch oben drauf. Wie gesagt, das war die Figur, die ich als erstes mitgesehen hatte von den Spoilern. Und da war ich gleich so, boah, die ist richtig cool. Aber es freut mich dann ja schon, dass das anscheinend dann der zweite Encounter zu sein scheint. Und nur gucken, wie ich den wieder zurückpuzzle. Also ich hatte schon mal so welche Zusammensetzfiguren. Bei Mystic Fettes Pantheon ist jetzt auch nicht so ganz das Problem. Wenn das nur ein Teil ist, das kriegen wir hin. So. Dann die 14. Echt wie ein Adventskalender hier. Ah, das ist bestimmt die Mother von den Spideys, die wir eben gesehen haben. Ja, auch richtig cool. Da kann man richtig was mit dem Airbrush machen. Hinten hier hat sie ihren Sack, wo wahrscheinlich die ganzen Spideys dann rausschlüpfen. Richtig cool, hat auch einen richtig coolen Gesichtsausdruck. Sind auch so kleine Haare drauf modelliert, also maximal widerlich. So muss das. So gefällt das sogar. So, huch. Ja, sehr praktisch, habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Die Trays und die Decke sind auch einzeln nummeriert. Das heißt, ihr seht auch hier 14 und 14. Das heißt, wenn ihr später mal durcheinander kommt, zum Beispiel beim Bemalen, dass man das auch alles wieder zusammenkriegt. Das ist nämlich so eine Sache, die zum Beispiel bei Mystic Games immer problematisch war, wenn man da was rausgenommen hat. So, das sieht aus, als wäre das wieder ein Mob-Tray. Oh ja, das sind ein paar Leute. Das sieht aus wie relativ simple Villager oder so. Ein paar mit Speeren, ein paar mit Hämmern, aber es sieht aus wie normale Dorfbewohner. Jetzt nicht so das Spannendste tatsächlich.
schummel die Basti einfach unter, weil wie ihr wisst, Menschen male ich ja mit am unsichersten. Einfach weil ich die schon so oft gemacht habe. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar kleine Boxen. Nehmen wir erstmal die. Die größte heben wir uns zum Schluss auf. Machen wir erstmal die 20. Ja, die sind wieder übereinander. Also 7 und 20 sind übereinander, falls ihr sie später wieder reinkriegen müsst. Dann machen wir erstmal die 7. Okay, den kennt man auch. Das ist einfach der vom Box-Artwork von der Mystery Box. Das ist so eine laufende Kathedrale, mehr oder weniger. Er hat dann da seine Kerzen, sein Buch, sein Gebetsbuch. Also der wird uns was vorpredigen, da kann man auch richtig geil was mit USL machen. Freue ich mich auch richtig drauf. Die Nummer 7, der ist ja noch gar nicht so weit weg. Muss mal gucken, wie wir in nächster Zeit zum Spielen kommen. Wahrscheinlich muss ich jetzt jeden Tag Oathsworn spielen. Dann machen wir mal die Nummer 20, das ist die kleinste aus der Box. Okay, sehr krass. Wir haben hier so eine levitierende mit so einer Flugbase, die man dann so zusammensteckt. Die dann so übers Board schwebt. Sieht ein bisschen aus wie Phoenix von X-Men. Cool, cool. Auch wenn es eine menschliche Figur ist. Aber es ist nicht immer so alles das Gleiche. Sie haben sich wenigstens Gedanken gemacht, das sieht man schon. Bei den Chaos-Kriegern so aus der ersten Box dachte ich so, na, das müsste vielleicht nicht sein, aber hier richtig viel Abwechslung drin. Nummer 13. Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist so ein Hexenmeister, der dann in seinen Flammen stehen kann. Der hat dann praktisch eine Beschwörung dabei. Da kann man auch richtig geil was mit OSL machen. Richtig gespannt drauf. Der sieht auch richtig fies aus. Und das auf der Nummer 13. Auch wieder, das ist das, was ich eben meinte mit den Ideen. Dass sie halt nicht nur einfach random so Monster A, Monster B, Monster C gemacht haben, sondern sie haben sich halt auch echt Gedanken gemacht, was sie da rein tun. Nein, geh doch da rein, bitte. Welche Tetris. So, dann angeln wir mal die 5. Die zweitgrößte Box hier. Ja. Auch hier sieht man, das ist wahrscheinlich wieder die Mother von den Marvel aus der ersten Box. Das ist ja richtig cool. Die ist auch richtig feingliedrig gearbeitet. Richtig krasses Teil. Oh ja, da werde ich sehr viel Spaß mit haben. Ah, das ist alles so, dass man die Airbrush so richtig geil auspacken kann. Ich muss gucken, dass ich das immer so male, dass Basti das nicht mitkriegt. Das soll es natürlich nicht sehen. Ja, richtig, richtig cool. Fällt mir richtig gut. So. Wir haben es beinahe geschafft. Letzte Kiste. Die größte Kiste. Wenn ich es wieder schaffe, sie verpackt zu bekommen. So, das ist die 21. Ich denke mal, ich glaube, das Spiel hat 21 Kapitel. Das heißt, das wird der Endboss sein, gehe ich mal von aus. Richtig schwer. Spannung steigt. Hier eine große Base. Ach du Scheiße. Ach hey, oh mein Gott. Ja, das ist halt überhaupt gar nicht krass. Also so überhaupt gar nicht. Also ich habe von Mystic Battles die Titanen angemalt. Und der ist dann noch ein bisschen größer. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich so das große Übel sein. Er ist ein bisschen blown tatsächlich. Aber das Ding ist riesig. Also riesig, riesig. Kann ich nochmal auszoomen. Damit man das halt sieht. Das ist halt meine Hand dagegen. Riesenviech. Na, das wird ein spaßiger Endboss. Auch richtig, richtig schwer. Also der ist noch größer als die Titanen, wie gesagt. Und ja. Das wird auf jeden Fall Airbrush Galore. Ja, cool. Dann haben wir das geschafft. Dann muss das Basti so schneiden, dass er nicht zieht. Das wird noch spannend. Und meine Fresse, eine ganze Menge Plastik. Ich habe das jetzt so vor, dass ich das malen werde.
so, dass wir praktisch, wenn wir dann das Chapter spielen, den halt bemalt auspacken können. Weil gegen viele kämpft man halt nur einmal und dann wäre es ja schade, wenn man den irgendwie am Ende des Chapters bekommt, den auspackt, gegen den spielt und den dann erst bemalt. Und dann stehst du da. So, das ist die Box. Hier kommt die 1, die Brutmother wieder hin. Das heißt, ihr habt auch verteilte Sachen, die Mobs und die Monster von Box 1 und Box 2. Also wundert euch da nicht, ihr habt Sachen, die untereinander liegen, falls ihr was nicht findet, wie hier. Also müsst ihr da mal durchgucken. Richtig cool. Da steckt eine Menge Arbeit auf jeden Fall, eine Menge Arbeit vor mir. Aber auf die 2 freue ich mich auch richtig, auf die 5 freue ich mich richtig. Also die nächsten Monster werden schon mal richtig cool. Ja, dann habe ich zu danken, dass ihr zugeguckt habt. Guckt auch gerne in unser erstes Ghostbone-Unboxing. Wobei es noch dabei ist, Basti hat um einiges mehr Ahnung, worum es in dem Spiel geht, als ich. Das ist so Bastis Baby. Und sonst, ja, guckt mal rein. Also zumindest nicht Spoiler-Sachen werde ich jetzt demnächst immer mittwochs auf Twitch bemalen, um 20 Uhr auf Sarah malt. Für die Nicht-Spoiler-Sachen werde ich auch ein bisschen Tutorials machen und ein paar Videos anbieten. Über das Spiel werden wir wahrscheinlich immer im Kickstarter-Rückblick sprechen, müssen da aber dann natürlich auch auf Spoiler aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir dann Spoiler-Videos oder Chapter-Besprechungen oder so machen, aber auf jeden Fall Ghostbone-Content kommt. Wenn ihr es gebacken habt, dann viel Freude damit. Und dann, ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.